Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travelstar Reisebüro Feller in Hammelburg, im E-Center und unter feller.de. Können Sie reingehen, können WhatsApp schicken, können telefonieren über Skype. Und hier haben Sie das schöne Schiff gegenüber. Ich muss jetzt an Bord, weil in 10 Minuten ist das letzte Mann an Bord. Ich muss jetzt ganz schnell rein, dass wir fahren nämlich jetzt Richtung Oman. Und ich freue mich schon auf den Oman. Und auf der 3 sind dann eher ein bisschen, ja, mehr mit Glas, mehr mit Farben gemacht. Hier sehen Sie die Tui-Bar, die gibt es auf allen drei Tui-Schiffen. Und das ist wohl der Hauptzentralpunkt, wo man sich so trifft. Oben ist die Shopping-Mall, unten kann man schön sitzen. Hier ist dann auch ein Pianospieler unterwegs. Und hier hat man eine schöne Bar, wo man hier alle schöne Cocktails und Flaschen spielen kann. Hier gibt es dann immer die Tagescocktails und man hat ja all inclusive, kann ja alles benutzen. Und hier kann man dann auch schön. Hier sehen wir die Sushi, die Hochbar, da suchen Sie sich die Sachen raus, was Sie möchten. Alles auf der Bein und gibt Pfanne, gibt was ab. Without pepper? It's okay? This one without pepper or any other thing? Und Pfanne gibt man dann den Teller ab und die machen es einen schönen warm dann. Super lecker. Hier haben wir die 8243. Das ist eine Balkonkabine. Bilder sind in den Gängen und Treppenhäusern postiert, um sie dabei zu unterstützen. Was zu trinken. In unmittelbarer Nähe der Sammelknöpfe. Die Betten kann man zusammenschieben oder kann es abgetrennt hier. Für Kinder mit einem Gewicht. Das ist eigentlich schön, da kann man auch sind Kuschel oder getrennt mit Freunden gehen. Hier, da kann man auch ein Bett, Sofabett draus machen. Das wäre dann ein Dreibettzimmer. Und hier kann man schön sitzen. Das ist eigentlich richtig schön kuschelig. Hier haben wir unsere Espresso-Maschine. Da kann man sich schön ein Käffchen kochen. Eine ist inklusive und die anderen kosten dann 1 Euro. Als kleiner Tipp, sich einfach gleich ein paar Kassen mitzunehmen. Ich bin der Hubert, ich zeige euch das alles und ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos in Dubai, Abu Dhabi, im Bahrain, im Oman und hier vom Schiff. Ich hoffe, es gefällt euch. Unten auf Gefällt mir drücken, würde ich mich freuen, dann seht auch die weiteren Videos. Bis dann, tschüss, euer Hubert. Hier sehen Sie das Frühstück, ein Gläschen Champagner, das kostet 7,50 €. Und hier gibt es heute ein Lachsbuffet. Super schön angerichtet, ganz toll gemacht. Und hier rechts und links ist dann das Buffet. Omelette und solche Sachen kann man sich bringen lassen. Kann man laut Karte bestellen. Latte Macchiato und so kann man sich alles bringen lassen. Und hier gibt es dann verschiedene herzhafte Sachen, wo das englische Buffet gemacht wird.
Und ich wollte den Strecken auslaufen. Jetzt sind wir in Dubai auslaufen, aber in Dubai. Wir verlassen jetzt Dubai und müssen wir in den Kanal. Aber ich finde schon, das sieht schon stark aus, ne, die Skyline. Ja, und dafür habe ich mir eine echte Expertin und vor allem charmante Kollegin eingeladen. Sie ist Kreuzfahrt. Hier ist in einem Theater, das ist jeden Abend Schokolade. Und hier kann man am Abreisetag und am Ankunftstag seine Sachen deponieren. Und damit auch noch einmal von mir ein ganz herzliches und ein ganz offenes. Ihr dürft ruhig überall reinlaufen. Zwei Massagen kann man sich schön zusammen massieren lassen, mit Blick natürlich aufs Meer. Das ist traumhaft schön. Dusche haben wir dabei. Alles, was das Herz begehrt, das kann man sich mal schön gönnen, wenn man auf Hochzeitsreise ist oder für Lieben, die sich kennenlernen. Jetzt gehen wir mal zur Spa-Suite. Hier sehen wir die große Spa-Suite. Für zwei Personen kann man die sich mieten, mit Essen, mit Trinken, mit allem drum und dran. Und das kostet ca. 498 Euro. Hat mir ja alles davon. Super schön angefühlt, kann man zusammen eine Massage, Flasche Champagner, ein bisschen was zu essen. Aus dem Surf and Turf oder aus dem Widgets. Sauna hat man mit dabei, Dusche und die große Red Bull Badewanne. Traumhaft schön. Seht, ist hier unser Wohlfühl-Außenbeck, unser Sauna-Außenbeck. Hier ist gerade aufgebaut, weil wir öffnen den Bereich um 9 Uhr. Das heißt, machen wir auch schon um 8 Uhr den Rundgang, damit ihr euch alles zeigen kann. Sauna-Außenbecken für Saunagäste, die einfach hinterher sollen, die möchten ein bisschen viel Luft schnappen, ein bisschen in der Sonne kein FKK-Deck, also es ist wirklich Bader-Kleidung, ein bisschen Bademantel. Das ist riesig groß, aber richtig Spaß. Und die Sauna-Nacht kostet ca. 26 Euro und die sollte man vorab schon buchen, weil die ist immer gut ausgebucht, die geht von 20 Euro. Wir haben hier Eisschauer zum Abkühlen, haben normale Duschen und hier gleich links noch die Kräuterquelle. Jetzt sind wir in der Kombination. Ja, auch hier werden wir super so schön, sehen, dass wir jetzt einfach in der Zeit Hangout chillen, wo die ganze Zeit dann begrenzt. Also der Kids Club ist immer mit dabei, natürlich jemand, der das Ganze betreut. Und 60 Grad Es ist in der Regel so, also man hat vielleicht 10 Familien, das jetzt wird man außenrum. Hat man eben von Kardiogeräte bis Herz-Kreislauf-Gerät, also da ist alles dabei. Man hat hier oben, das ist die Personal Planning Special, das heißt, wo wir Powerplay mit anbieten, TRX mit anbieten, Rückenprämien, Reckenmäßig kann man da machen. Also da gibt es verschiedene Angebote. Ansonsten schaut man sich einfach am Handtuch. Wir haben hier die Kräne, die einem natürlich auch mal einweisen, wenn man das von zu Hause vielleicht nicht. Hier sehen Sie die Hochstation. Hier ist man die rohen Gerichte, wie man sie mag, auf dem Teller. Das ist super, super lecker. Und hier vorne alles mit richtig gut drin. Wie man es mag. Hühnerfleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch, Kalbfleisch. Alles, wie man es macht. Macht man sich mit verschiedenen Soßen drauf. Mit Schlauch, Salz und sowas. Und hier bekommt man dann eine Nummer.
die Nummer lief es dann am Tisch, wenn es fertig ist. Wenn der junge Mann da hinten. Und das wird dann schön im Buch. Werden die Sachen dann gemacht. Aber das ist so super lecker. Hier haben wir Salate. Nochmal verschiedene Salate. Hier haben wir für die Kleinen. Und hier kann man Bier zapfen. Ist ja alles auch nicht Weißwein, Rotwein. Und die Getränke mit dabei. Hier gibt es für die Kleinen. Pommes, Waffeln. Wie man es macht. Hier ist das Hauptbuffet. Und hier haben sie dann den Nachtisch, gibt es dann Brocken, was das Herz hat. Hier hinten ist dann noch die Käsestation. Hier hat man dann noch die Käsestation, was man möchte. Von 3% und schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Sie finden uns im auf Deck 6 zwischen dem Theater und der TUI-Bar. Die Bordreiseleitung wünscht Ihnen eine wunderschöne Reise und ganz viel Spaß. Hier sehen Sie Busch Khalifa im Hintergrund. Wir verlassen jetzt Dubai. Und was wollen Sie für alle Shows im Theater geworden beantworten? Verlesungen und musikalische Darbietungen. Und ich hoffe, dass wir Sie dazu auch einladen können. Und ich wünsche Ihnen eine sehr angenehme und vor allem auch spannende Reise. Hier sieht man das Herrenland. Das ist ein Steakrestaurant. Muss man vorreservieren und muss auch eine Zuzahlung leisten. War schön eingerichtet und gibt es ganz leckere Steaks. Alles da? Ja? Also, das hier vorne habt ihr wahrscheinlich sehr schwer zu erkennen, ja, unsere Kunstgalerie. Cool. Deck, den Fahrstuhl. Hier hat man richtig schöne Posen. Cool, fangen wir ein, hinten am Main. Oben ist noch ein Sonnendeck. Da ist auch ein Windschatten. Hier hinten kann man ein bisschen spielen. Und hier haben wir gleich eine Bar, wo man sich das Bier inklusiv holen kann. Es ist einfach traumhaft schön und richtig Wohlfühlatmosphäre. Ich bin der Hubert. Ich führe euch jetzt so das ganze Deck. Wir schauen uns mal verschiedene Sachen an. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach unten auf Gefällt mir drücken. Und dann seht ihr die weiteren Videos auch. Bis gleich. Ciao. Hier haben wir den zweiten Balkon. Hier Dusche, liegen, ziehen genug da. Das ist ein super schönes Pooldeck. Hier ist der Schlot. Hier oben kann man auch noch in den Hängematten liegen. Und hier sind jede Menge Liegen. Ist für jeden eine Liege dabei. Hier oben ist dann überschaubar, was man alles schön sieht. Und hier oben kann man auch noch liegen. Diese Muscheln lassen sich Muscheln. Die kann man sich mieten, die kann man stundenweise, tageweise, wie man es mag. Hier liegen wir in Abu Dhabi im Hafen. Und hier der schöne große Pooldeck. Das sollte man auf jeden Fall mal machen, wenn man zu zweit da ist. Schön kuschelig ist das. Hier haben wir ein Pooldeck, mit schönen Windschutz. Schön liegen. Und wenn man fährt, geht es natürlich nach vorne raus. Ist traumhaft schön. Hier der Hafen von Abu Dhabi. Hier sind dann die Türme. Ist wieder ein bisschen diesig, das sieht wieder ganz gut aus. Hier sind die Muscheln, die man sich bieten kann. Lecker, lecker, wir haben super. Für unsere kleinen Gäste kann man sich aussuchen, was man mag. Mit verschiedenen Füllfilmzahne. Was man kann, nach Schokolade. Und
hier am Pool ist die Ausgabe, das ist ein Kärtchen. Hier bekommt man immer ein neues Handbuch, wo man dann jeden Tag auch lauschen kann, durch die Kärtchen. Dann kann sie jeden Tag abgeben und wieder ein neues holen. So, hier haben wir die verschiedenen Buffets. Ein Obst. Hier gibt es auch lecker Eis für unsere kleinen Gäste. Was haben wir denn Gutes alles hier? Lauter Leckereien. Stracciatella. Sollten wir heute mal zum Nachtisch ein Eis essen. Hm? Hier haben sie dann verschiedene Teesorten. Kaffee, Cola Light, Fanta Light. Unser Kinderbuffet. Für die etwas kleineren. Ein Süppchen. Hier gibt es einen Fisch aus dem Ofen. Es gibt verschiedene Fischarten, Salaten, Brötchen, alles, was das Herz begehrt. Und hier auf der Seite Weißwein, Rotwein, hat verschiedene Biere und Bier. Und auf der Seite dann auch wieder Cola, Fanta. Alles, was man mag, kann man sich hier dann zeigen. Und hier gibt es noch eben da ein Züppchen. Hier kann man sich ein Züppchen holen. Auch sehr lecker. Hier hat man dann verschiedene Suppen. Kartoffelsuppe, klare. Ja, Spargelcremesuppe. Lecker. Ich werde heute mal. Und hier. Und hier haben wir die Wokstation. Hier tut man die Sachen einfach drauf. Das habe ich euch aber schon erklärt. Und lasst es einfach schön machen mit richtiger Nummer. Und dann gibt's. Hier haben wir super leckere Fischspezialitäten. Hier gibt es genauso Suppe, Fleisch, Fisch, alles was das jetzt ist. Hier kann man sich auch noch ein Kaffeebrötchen holen. Verschiedene Sachen. Hier gibt es einmal einen Rotenhunger, den kann man sich auch und verschiedene Weine, Sekt, was man gerne macht. Und hier kann man dann schön sitzen. Das ist hinten raus und man hat dann abends einen schönen Pfad. Hier haben wir die Außenalster. Das ist hinten am Heck. Hier gibt es von Cocktails über alles, was man sich bestellen möchte, kann man sich hier bestellen. Super nett. Und abends, wenn man fährt, sollte man vielleicht hier ein Plätzchen mitnehmen. Aber es ist traumhaft schön, wenn die ausfahren. Wenn man hier rausfährt, ist es einfach traumhaft schön. Und man kann hier auch draußen essen, kann drinnen am Buffet sich was holen und kann sich hier draußen hinsetzen zum Essen. Das ist einfach auch schön. Und alle Spiritosen, was es gibt, kann man sich hier bestellen. Hier sind dann teilweise Musiker. Das ist ganz hinten bei der Außenalster da. Eine schöne Lounge. Hier kann man sich auch einen Cocktail, Cognacchen, was man möchte, kann man sich hier bestellen. Und kann sich schön in die Sessel rein. Hier gibt es teilweise Spezialitätenwasser oder auch Speckfrühstück gibt es hier herum. Das kann man machen, wie man möchte. Ja. Einfach super lecker. Und heute haben wir hier Abu Dhabi. Heute sind wir in Abu Dhabi. Morgen geht's nach Bahrain. Morgen geht's in Bahrain. Hier sind wir für Sushi-Bar. Hier ist unsere blaue Weltbar Sushi. Hier wird zum Beispiel auch der Sushi-Workshop stattfinden. Ist das ein Preis mit dabei? Oder? Das ist ein inklusiv. Okay, vielen Dank. Ihr könnt euch verschiedene Sachen aussuchen. Hier gibt es von Muscheln über Pizza, über Risotto. Kann man sich hier aussuchen. Man kann sie schön hier reinsetzen und kann hier dann lecker essen. Man ist geschützt, man ist dann draußen und man hat auch eine große. Hallo. Hallo.
haben wir den Angemannsplatz und hier ist das große Buffet. Dann kann man sich aussuchen, was man gerne möchte. Von Nudeln über Pommes, über Reis, über Pizza. Hier gibt es einfach alles. Heute gibt es auch wieder mal ein paar Frühlingsrollen. Da freue ich mich drauf. Ein bisschen Fisch, ein bisschen Lachs und ein bisschen Leckereien. Fünfswurst. Nochmal was anderes. Hier sind wir den Walk of Fame, wo die Tui Cruises schon überall warten mit dem Schiff 2. In jedem Hafen legen sie dann ein neues Bild. Super, dann schön, was sie schon alles gemacht haben. Ist ganz toll. Kann der Captain auch immer einen Überblick, wo und wann er schon überall war. Und auf der Welt, wo das Schiff schon angelegt hat. Manche sind sehr hochwertig, manche sind ein bisschen einfacher. Aber einfach bombastisch. Alexandria haben sie auch schon. Das sind jetzt welche, das sind jetzt so die neuen. In der Woche und Fern ist ganz schön. Und hier sind die kompletten Pläne vom Schiff noch. Ist jetzt unten auf 4 sind wir jetzt ganz unten. Sehen wir noch mal, wie es vorher, wenn es nachher ausgeschaut hat. Hier sind dann die ganzen Mitglieder, die Auszeichnungen und auch alles hier im Ort. Und muss ich dann immer mal schön anschauen. Nehmen Sie sogar auf 2 und wir fahren jetzt mit dem Aufzug hoch. Jetzt sind wir jetzt auf Deck 8. Hier gibt es den Wohlfühl durch Wasser. Wir können hier im Zimmer, hat man eine Karaffe, da kann man sich hier Wasser, immer in dem Aufzugbereich ist das immer, kann man sich holen und kann es mit aufs Zimmer nehmen. Das ist natürlich sehr schön, braucht man da auch nichts zu bezahlen. Hier hat man dann immer frische Becher und benutzte Becher. Entweder man nimmt es direkt hier oder man füllt es auf. Und nimmt es mit aufs Zimmer. Hier sind wir in der Unschlagbar. Hier sind Spielautomaten. Hier drüben ist eine Raucherecke. Hier kann man schön spielen. Und man hat auch eine schöne kleine Bar hier mit dabei. Wo man die schönen Stunden ein bisschen lesen, wenn spielen, kann man alles schön machen hier. So, das ist traumhaft schön für unsere Freunde, die ganzen Shops. Vom Parfüm, über Zigaretten, über Tulipolos. Es gibt lauter schöne Sachen hier, was man hier kaufen kann. An der Main Schiff gibt es dann Fanartikel mit Tassen und Gläser und halt so ein paar Mitbringsel. Die Bänder kann man hier kaufen, eine schöne Tasche. Ja, gibt es jede Menge. Hier kann man schön einkaufen gehen. Und ein bisschen schauen, was es Neues gibt. Jetzt sehen wir das Rechts jetzt. Das ist das Gourmet-Restaurant. Hier kann man ein 5- oder 7-Gänge-Menü buchen und es geht ab 49 Euro. Geht's los. Super schön eingerichtet und es machen immer Sterneköche, sind hier an Bord, wo das mit den Köchen einüben und dementsprechend wird dann da auch gekocht. Und wenn man einen Jahrestag hat, sollte man das von daheim aus schon buchen, weil das sehr oft ausgebucht ist. Hier auf dem Schiff hat man Premium All inklusive und die normalen Restaurants sind ja alle vom Preis her inklusive. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen oder unten auf Gefällt mir drücken, dann seht ihr auch die weiteren Videos. Bis dann, euer Hubert. Tschüss. Hier sieht man dann die Tour, was die mein Schiff wird. Dubai mit Bahrain, mit Muscat. Hier sind wir auf Deck 5. Hier gegenüber ist das Richards. Und hier seht ihr direkt die Rezeption. Und rechts und links hier ist immer Ausgang, Landgang. Oder wenn man einfach so raus will. Da kann man dann schön malen lernen. Das
Fall eine ganz schöne Vorbereitung, was man machen kann. Sollte man auf jeden Fall mal teilen. Hier sehen wir die Familien-Veranda-Kabine. Hier haben wir die Hängematte. Hier ist das Vierbett. Hier oben kann man noch ein Fünfbettkammer machen. Bitte seien Sie besonders vorsichtig beim Betreten der Außendecks. Und hier haben wir bei starkem Wind können die Türen schwer zu öffnen sein. Zimmer und hier immer die Bügel, die immer schön mitnehmen. Bitte achten Sie auch beim Messe darauf, dass der Boden der Außendecks. Und hier sehen wir die Toiletten. Die Toiletten und die Duschen da dazu sind schön groß. Kann man zum Beispiel auch mal zu zweit duschen hier. Hier haben wir das Meerleben. Hier kann man die Fahrradtouren buchen. Direkt gegenüber vom Atelier. Hier vorne ist der Eingang, wo man die Ausflüge alle buchen kann. Und hier kosten 2 Stunden Einführung, kosten 39 Euro. Und das sind die Bilder von dieser Woche, was die Künstler hier gemalt haben. Super schön. Ich weiß eh noch, ich muss mit Lula. Junior-Suite, die 12.03. Hier haben wir die Toiletten. Begehbare Dusche. Sitzecke. Und hier haben wir eine große Hängematte, 2 Liegen und noch 2 Sitzecken, wo man sich hinsetzen kann. Super schön eingerichtet. Ich würde auf jeden Fall eine. Ich bin hier. Weil man hat einen Eingang in die X-Loch-Schablone. Das ist halt das Schöne daran. Das ist die große Suite. Die ist natürlich traumhaft. Mit richtig großem Balkon. Hängematte. Richtig toll eingerichtet. Ärztliche Betreuung an Bord. Hier kann man draußen auch essen, sich hinsetzen. Auf unterschiedliche Weise. Hier hat man auch eine Waage, begehbarer Kleiderschrank und hier auch eine begehbare Dusche und Toilette. Super toll eingerichtet. Ja, meine Innenkabine 9066. Das sehen wir, das kann man als Vierbettkabine nehmen. Hier mit 2 klappbaren Betten. Hier haben wir 2 Betten zusammenlegen. Und oben und unten kann man dann schön liegen. Entweder für Kinder oder für Vierbettkabine. Die Nespresso-Maschine ist immer mit drinnen dabei. Und die Toiletten sind auch alle gleich. Na? Hier sehen wir dann begehbare Dusche. Super schön. Hier sehen Sie eine Balkon-Veranda-Kabine. Das ist super schön. Da hat man auch 2 Liegen mit auf dem Platz. Doppelbett. Keine privaten Bügeleisen, Heizgeräte und kann halt hier schön draußen auf den Liegen liegen. Und hier hat man noch eine Hängematte, wo man dann schön sich baumeln lassen kann. Bitte seien Sie besonders vorsichtig beim Betreten der Außendecks. Bei starkem Wind können die Türen schwer zu öffnen sein. Dabei besteht erhöhte Verletzungsgefahr. Und die Toiletten sind alle gleich. Toilette, Waschdusch und hier begehbare Dusche. Sind alle gleich. Benutzen Sie dafür die